Hallo Leute, da bin ich und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Und heute öffne ich hier 10 verschiedene Fußball-Sticker-Tütchen, Booster, Trading-Cards-Booster. Ich habe 5 Booster mit Sammelkarten, mit Trading-Cards am Start und 5 Sticker-Tütchen mit Fußball-Stickern. Alles bunt gemischt. Ich habe von der WM über FIFA 365 alles hier am Start. Und wir beginnen direkt mit dem ersten Trading-Cards-Booster. Das ist die offizielle WM-Serie. Und reißen wir mal auf. Mal gucken, ob wir vielleicht den ein oder anderen Weltstar, sprich Messi, Ronaldo und so weiter, bekommen können. Genki Yaraguchi, der Ex-Hertana, Vitolo, Mile Vojevic aus Serbien, Jimmy Durmaz, der Pechvogel, sage ich mal, im Deutschlandspiel. Er war nämlich daran schuld, dass Deutschland den Freistoß bekommen hat, aber ich möchte eher nicht über Deutschland und die WM reden. Ihr wisst ja warum. So, legen wir beiseite. Dann Federico Valverde als Rising Star von Uruguay. Und zuletzt haben wir noch Rashford aus England. Das war der erste Booster. Kommen wir zum ersten Sticker-Päckchen. Und das ist die allererste FIFA 365-Serie von Panini. Da hat eigentlich niemand so mit gerechnet, dass so eine Serie von Panini rauskommt. Das war nämlich das Jahr 2016, als Champions League die Rechte Tops bekommen hat. Ich glaube, so müsste es gewesen sein. Ne? Daraufhin hat Panini halt gesagt, komm, wir machen eine Ersatzserie zur Champions League. Und das ist hier die FIFA 365. Reißen wir mal auf. Waren richtig coole Sticker. Allgemein die Sticker von Panini und FIFA 365 sehen richtig nice aus. Muss ich jetzt hier mal an dieser Stelle raushauen. Yusupov und Dani von Zenit. Wilson und Wayne Rooney von Man U und dann noch hier ein Torjubel-Sticker von Ajax Amsterdam. Wer ist hier vorne drauf? Weiß ich nicht. Ich wollte ganz schlau tun und sagen, wer das ist, aber den Spieler erkenne ich hier leider nicht. Ich kann ja mal hier die Karten und Sticker liegen lassen. So, dann machen wir weiter mit der Premium FIFA 365. Ich glaube, die aktuellste, die neueste, glaube ich schon. So, reißen wir mal auf. Da haben wir das Logo von Ferencvarosi. Dann Tolisso. Ja, das muss die neueste sein. Dann die limitierte Auflage. Ist ja mal besonders an den Premium-Hutstern, dass da immer eine Limi mit bei ist. In diesem Fall Angel Di Maria. Dann noch die Abwehrkette der Bayern, beziehungsweise der Linksverteidiger und Rechtsverteidiger ist natürlich nicht drauf. In dem Fall wäre es Kimmich und Alaba, die noch dazu kommen hätten müssen. Das sind aber hier die drei Spieler, ihr seht sie ja schon, Neuer, Boateng und Mats Hummels. Hummels hat natürlich bekanntlich die Haare schön, das wissen wir ja. Korea, Jack Zua, hat er nicht mal beim HSV gespielt, Jack Zua, ich glaube schon, ne? Jan Oblak, Paul Pogba, Daily Blind und Adam Holzer ebenfalls von Ferencvarosi. Diese Sticker-Tüte oder diese Sticker-Serie öffne ich immer sehr, sehr gerne, weil wir sind natürlich dort in diesem Jahr 2014 in Brasilien Weltmeister geworden. Deswegen ist es einfach eine geile Serie. Und wir starten sogar mit einem Spieler. Ja. Was wollen sie? Wollen sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also. Dann haben wir Jinji Kagawa, Jabur, Klaros und ein Stadion. Zumindest die linke Seite vom Stadion. Ganz genau. FIFA 365 2018, das ist der normale Booster. Also Booster-Design auch richtig nice mit Messi, Suarez, Pogba, Lewandowski und Edin Dzeko noch da unten. Schauen, was wir hier drin haben. Auf jeden Fall wieder eine Powerkarte. Juninho. Oh, sehr, sehr geil. Lionel Messi als Meister und 500 Tore für den FC Barcelona. Hemelainen, Dominguez, Perotti und Mehdi Benatia. Kommt auf den FIFA 365 Stapel. Dann haben wir die Euro 2016. Auch eine coole Sticker-Serie, weil es hier solche doppelten Sticker gab. Genau diese hier meine ich. Modric und Pivaric in diesem Fall. Dann Gönül. Wieder Doppelsticker mit Antoine Griezmann sogar am Start. Der ja bei dieser EM, sage ich mal, für Aufsehen gesorgt hat, ne? Und dann ja noch das Euro 16 Logo. 4 Päckchen haben wir noch. Jetzt gibt es die Road 2 Serie. Das ist eine Serie zur WM, zur Qualifikation. Und da hat Panini auch ein paar Trading Cards rausgehauen. William Carvalho, Gary Medel, Christian Eriksen,
Wayne Rooney. Und hier ist wahrscheinlich die Powerkarte. Das ist Koke als Fans-Favorite von Atletico. Und Artem Zuber, der letzte Spieler in diesem Päckchen. Dann WM210-Sticker-Serie. Südafrika. Da kann man auch noch richtige geile so All-Stars ziehen hier, sage ich mal. Ne? Vielleicht kriegen wir einen Wesley Sneijder, beispielsweise Michael Ballack. Das passt ja jetzt hier, Leute. Michael Ballack, geil, geil, geil. Geiler Sticker, geiler Spieler. Ja, Punkt. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen hier. So, FIFA 365 2017 aus dem letzten Jahr. Die Trading Cards Serie ist auch der letzte Trading Cards Booster. Danach kommt auch eine Sticker-Serie. Lukas Podolski, wir ziehen hier deutsche Legenden. Mertesacker, Ballack, jetzt Podolski. Dann haben wir noch Pjanic als Impact Signing. Jasper Cillessen, Caldirim, Sturaro und Javi Mascherano. Zack, zack. Letztes Sticker-Päckchen haben wir die WM 2018 Sticker-Serie. Die aktuellste Sticker-Serie von Panini. Argentinien, Mannschaftsfoto. Nicht Argentinien, sondern der Konkurrent quasi, genau, Brasilien, Argentinien hier. Brasilien-Mannschaftsfoto, dann Acosta, Zapata und Ivan Perisic aus Kroatien. Ganz genau, das waren 10 verschiedene Fußballpäckchen, 10 verschiedene Fußballpäckchen, Stickertütchen insgesamt, wie gesagt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo, oder ich bin raus an dieser Stelle, wie gesagt, beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.